Hallöchen, liebe Freunde, mit diesen musikalischen Tönen begrüße ich euch zu einer neuen Folge Die Sims 4. Ja, wie geht es dir denn heute? Schreib es doch erstmal bitte in die Kommentare. Unseren virtuellen Geschöpfen geht es gut, außer dem Sarazar, der hat irgendwelche... Oh, ihm ist unwohl. Ah, er ist duschen, okay. Wo ist denn da der Gronkh? Da muss ja vor allem der Rumpel... So, Level 2 der Klavierfähigkeiten hat er denn jetzt erreicht. Okay, hier ist gerade großes Festmahl. Der Tobi kann ja mal alle zum Essen rufen. Wo hat er denn das Essen hingetan? Warte mal, wo hat denn der das Essen jetzt hingepackt? Bin ich jetzt doof? Steht es auf dem Tisch oder was? Nee. Also, hier Rumpel, Benny, Currywurst und Tobi natürlich am Tisch hier. Und ich habe beschlossen, heute machen die Sims mal einen Ausflug. Ja, die können ja mal eine kleine Tour machen. Warte mal, da muss ich, glaube ich, wie ist das? Muss ich da im Übersichtmenü gehen oder wie ist das? Ich glaube schon, oder? Dann machen wir das mal. Zurück zum... ist das Hauptmenü dann? Ich mache mal. So, speichert. Pixel werden gezähmt. Okay. So, jetzt können wir die, glaube ich, irgendwo hinschicken, ne? Genau, hier gibt es ja ein Museum, Nachtclub, Fitness, Bibliothek, das hier, Villa, ist denn Villen, was, boah, was ist das denn? Der hat auf jeden Fall Geld. Wir können die doch mal ins Museum schicken, oder? Kann ich die jetzt einmal darüber, warte mal. Ah nee, das geht. Ach, hier reisen. Genau, die sollen hierhin reisen. Alle. Großer Ausflug heute. Oh, Gronkh ist arbeiten, der kann nicht mit. Gronkh muss zu Hause bleiben, der arme Kerl. Ich muss dir sagen, dass ich das bei Sims 3 besser fand, dass man einfach aus der Map rausgezoomt hat und man war dann tatsächlich schon, also konnte dann locker reisen, aber hier geht es ja nicht, da EA ja dann mal rumfriemeln muss. So, okay, unsere Sims sind jetzt an einem Museum angekommen, ja. Tobi strahlt schon, der freut sich auf den Trip. Also alle dabei außer Gronkh, jetzt gucken wir einfach mal, was so passiert. Ja, Manuel und die spielen erstmal in ihren Handys rum. Oh, schönes Museum. Erstmal total verschmutzt. So, die gehen hier rein. Wir beobachten die jetzt einfach mal. Ich beobachte Tobi mal. Tobi geht hoch. Ah, guck mal, hier stehen ein paar Sachen. Tobi geht wieder runter. Oh. Ich muss eigentlich zur Arbeit. Oh, scheiße. Voll vergessen. Ich habe ja einen Job. Und hier sehen Sie eine wichtige Statue aus dem ersten Jahrhundert, meine Damen und Herren, erbaut von dem heiligen Benjamin von Gelhar, 1910. Ich sag vom ersten Jahrhundert und seit 1910. Okay, ich gehe mal zurück nach Hause, ich gehe mal lieber arbeiten. Ich muss jetzt den ganzen Weg nach Hause joggen. So, die haben alle sichtlich Spaß. Wir können ja mal machen, dass der Patrick, unser alter Homo-Fürst, sich mal ein bisschen hier was ansieht. Ein bisschen weiterbildet. Oh, was ist das denn hier, ey? Wäre ein Feen oder was? Ah, der ist ein Kerl. Würde ich schon sagen. Aber der Ort ist sehr gut, um Kontakte zu knüpfen, denn wir wollen ja auch mal wieder eine Hausparty machen. A Bretno. Oh, wow, was ist das denn hier? Tätowiert. Ein bisschen dicht sieht die Alte aus, aber man kann ja mal sein Glück versuchen, oder, Benny? Ne, warte mal, ist der Sarazar sogar?
Webinar. Wobei der Sarazar wahrscheinlich der Letzte ist, der sich für Kunst interessiert, aber ich weiß es ja nicht. Ja, seid ihr kunstbegeistert? Geht ihr auch mal öfter ins Museum? Ich war mal im, Museum der Deutschen Geschichte hier in Bonn. Und das Coole ist, da war so eine amerikanische Ausstellung. Was krass war, da hatten die dann so Trümmerteile vom 11. September teilweise stehen. Und also Originalteile, das war so eine Wanderausstellung. Auch vom Flugzeug, so ein Frackteil und so, richtig krass. Und wenn du dann davor stehst, dann bist du erstmal, am... Warum geht der denn nicht arbeiten, der Idiot? Ey, da bist du erstmal überlegen, so, weil das ist schon ziemlich heftig. Da musst du auch erstmal durchatmen und so. Also ich weiß nicht, ob ihr das so teilen könnt, aber ist meine Ansicht, dass es ja schon ein ziemlich krasses Ereignis war damals. Und ich glaube, jeder weiß, was er da in dem Moment getan hat. Okay. Die hauen ja ab. Ja, Museum finde ich jetzt eigentlich nicht so cool. Man kann sich natürlich auch noch ein bisschen draußen in den Garten setzen. Kann man hier auch irgendwie... Ah, guck mal hier. Klavier. Aber ein schönes Gelände, muss man auf jeden Fall schon sagen hier. Aber die machen sich halt hier ein paar Freunde, die Sims. Guck mal. Oh, jetzt sind wir nur noch ganz alleine im Museum, sehe ich gerade. Wir haben alle vergrault. Wie sieht's denn oben aus? Ah, guck mal hier, kann man sich ja mal angucken. Kann der Tobi hier mal abchecken? Was ein wunderschönes Kunstwerk, oder? Hergestellt von Lukas Meyer. Hammer. Also da hat sich wirklich jemand selber übertroffen. Ich finde immer, dieses ganze Kunstding ist sowieso so eine Geschichte. Manche Sachen sehen so seltsam einfach aus und verkaufen sich für Milliarden oder Millionenbeträge. Das ist echt übertrieben. Aber ich bin auch nicht so der Kunstaffinine. Kerl, der auch mal ins Kunstmuseum geht oder so. Ist nichts für mich. Tobi denkt nur wieder ans Essen. Er soll sich dieses Bild hier angucken. Okay, wir nennen das Bild hässlich. So, Bild ist in hässlich getauft. Oh. Curry kann jetzt also praktisch, wenn man es so nimmt, Let's Plays machen. Er ist jetzt lustig geworden. Ja, Tobi, das ist spektakulär, oder? Ja, Tobi, was sagst du denn dazu? Ah. Tobi wird sich jetzt erstmal eins für das Dings mitnehmen, für das Haus. Aber wir wollen das definitiv nicht haben. Der Rumpel macht dir gerade wieder die LPT-Meetings klar. Oh, da ist jemand Neues. Ja, also auf jeden Fall ziemlich interessant, aber wir schicken jetzt mal alle wieder nach Hause. Ja, ein Museum finde ich jetzt nicht so... Oh, alle mal wieder nach Hause. War ein toller Trip. Ich glaube, jetzt gehen alle wieder, ne? Jo. Haben wir mal das Museum abgecheckt hier in der Gegend? Was ist denn mit ihm los? Warum rennt er uns so hinterher mit seiner Lederhose? Okay. Was ist das hier? Ein Opa. So, unsere Sims sind so gut wie alle zu Hause, außer der Rumpel. Okay, der ist jetzt auch zu Hause. Ja, haben wir doch einen kleinen Trip mal gemacht, aber ich hätte das, glaube ich, direkt übers Handy machen können, den Ausflug, oder? Also übers Handy auswählen. Heute Nacht gehen wir mal in den Nachtclub, der hier in der Gegend ist, und gucken mal ein bisschen, was da so abgeht. Wir droppen ein bisschen den Beat, meine Damen und Herren, hier bei Die Sims 4. Mal gucken. Ja. Gartenresidenz, da sind wir auch schon wieder. Ich muss zur Arbeit. Geh doch mal zur Arbeit, du Dödel. Ich fehl sogar bei der Arbeit. Ich kann da auch jetzt nicht mehr hingehen, glaube ich, oder? Das weiß ich nicht, wie das geht. Aber hier, ich wollte mal ganz kurz gucken. Oh, ich bezahle mal die Rechnung von uns. Ach, guck mal hier, Reisen. Reisen mit... Ah, okay, das funktioniert also. Aber was ich halt mal wissen wollte, ist, das haben auch welche in der Community gefragt, ob der Benny den Tod anrufen kann. Mal gucken, ob das geht. Ah, Benny telefoniert mit dem Tod. Also muss Benny rein theoretisch von allen Sims von uns am längsten leben.
Kann man eigentlich auch so eine Lebensenergieanzeige von denen sehen? Oh, er hat mal kurz angerufen. Er kann den Tod ja mal einladen. Ach krass, den Tod kannst du also nicht einladen. Okay. Was macht er denn da? Tobi wieder nur am Essen, der Kerl, weißt du? Hat sich gerade mal für Kunst interessiert, wollte hochintellektuell werden und dann. Tobias muss circa eine Stunde bei der Arbeit sein. Kann ich eigentlich auch den Chef oder so anrufen? Nee. Oh, ich wollte jetzt gar nicht reisen. So, um 18, 19 Uhr werden wir da mal losziehen. In den Nachtclub. Mal gucken, was da so ein bisschen abgeht. Muss ja auch mal ein bisschen so die Umgebung bei Sims abchecken. Nicht nur in meinem Haus hängen. Seid ihr eigentlich so Disco-Gänger oder so? Oder geht ihr gerne mal abends raus, Samstagabend? Oder sagt ihr, nee, mach ich nicht, mach lieber was Chilliges mit meinen Freunden? Schreibt es mal in die Kommentare. Also ich bin so jemand, ich mach lieber was mit meinen Freunden, geh lieber was essen oder so. Weißt du? Oder geh auch mal, also wenn ich überhaupt was, also wenn ich irgendwo hingehen würde, wäre es eine Bar. Wenn wir mal unterwegs sind, also nicht in einem Club, sondern eine Bar, weil immer da halt, wo man sich auch unterhalten kann und so, weil im Club, finde ich, sind solche komischen Kreaturen inzwischen. Zumindest hier, ja. da muss ich nicht unbedingt. Ich finde, da schmeißt man auch sein Geld aus dem Fenster. Ist einfach meine Meinung. Aber kann ja jeder machen, wie er möchte. So. 17 Uhr haben wir gleich. Okay. Oh, Tobias kann jetzt an Anfängerturnieren teilnehmen. Das kann er heute Abend machen, wenn wir vom Nachtclub wiederkommen oder beziehungsweise morgen am Dienstag, denn wir haben ja heute Montag und Freitag kommt ja die LPT-Show, die wir ja probieren, habe ich angekündigt hier bei The Sims 4. Der Rumpeländer. Gronkh hat heute 234, okay, wir müssen mal gucken, dass der Gronkh auch vielleicht mal ein bisschen in seinem Beruf steigert, der hat auch sehr viel Hunger, sehe ich gerade. Was war das denn? So, hier kann man mal gucken. Ah, okay, der Gronkh muss mit 3 Sims erfolgreich über den Weltraum schwärmen. Dann könnte er befördert werden. Gut, wenn der Gronkh was gegessen hat, dann kann er das ja mal machen. Der kann sich ja mal hier leider nichts mehr zu essen da, glaube ich. Hat der Sarah zu seinen Spielzeugroboter hingestellt. Was ich auch ein bisschen blöd finde, dass man vom Obstteller halt nichts essen kann, ne? Aber machen wir mal, komm, soll sich mal Mikrowellenkuchen reinhauen. Wollte gerade wieder grillen gehen, weißt du? Dann machen wir mal im Nachtclub, kann der Gronkh mal ein bisschen über Weltraum reden. Dann wird er befördert bald. Hat bald seinen Space-Anzug an. So. Kuchen geht immer, oder? Was ist denn euer Lieblingskuchen? Käse-Sahnetorte ist so lecker. Ernsthafte Themen natürlich hier Boxen und die Sonne. Oh, Saratz hat auch Hunger? Nee, was macht er? Er bringt den Müll raus. Ach, das ist so ein netter Kerl eigentlich, weißt du? Ach, guck mal, während der Gronkh sitzt, kann er doch mal ein bisschen über Weltraum reden. Über Probleme beschweren. Alle hauen ab, wenn der Gronkh kommt. Ist das ein Zeichen? Da. Kabuni. Machen wir mal. Sabara? Ja. Quest. Quest. Una. Das für wie Tor. Ja. Huh. Yips. So, hat das jetzt geschafft, sag mal. Eigentlich habe ich jetzt mit 3 Leuten darüber gesprochen. Yo. Missionsziel erreicht. So, wir wollten ja reisen. Ich glaube, Gronkh ist jetzt auch fit. Curry, ist der Curry im Bett? Oh. Okay, wir machen mal reisen. Mit Currywurst, Valentin. Hast du jemanden vergessen? Der Curry schläft. Ne, Curry ist ja. Ach, hier. Genau, zack, 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 zack. Hoffen wir, dass wir einen Curry aus dem Bett kriegen. Dumm, ne, dass der sein Telefon rausholen muss, wenn er reisen will.
Ist das hier der Nachtclub? Yo. Mal ab da. Jetzt geht hier ab die Party, Leute. Der Beat wieder hart gedroppt hier. Natürlich an einem Montagabend. Wie soll's auch sein? Ja, wenn der Astronaut mal Zeit hat. Bin ja mal gespannt, wie der Nachtclub aufgebaut ist. Große, glückliche Familie. So, zum blauen Samt. So heißt das Klüppchen hier. Sieht aber cool aus, so eine Art Strand. Sieht aus wie so eine Strandparty. Stranddisco. Aber hier ist ja gar nichts los. Oh mein Gott, ey. Name Tobi darf nicht mit. Guck mal, aber jetzt kommen wir. Ach krass, der Tod kommt auch vorbei. Der Sensenmann ist auch auf der Party. Yeah. Der Sensenmann holt sich natürlich erstmal einen Todescocktail. Alter. Was ist ein geiler Barkeeper denn bitte? Oh, Akku leer? Ah, ne. Rumpel kippt sie ja an weg. Saraza weiß nicht, was er da macht. Ist mexikanisch ein bisschen. Der Saraza kann sich... Ah ne, warte mal, der Benny. Kann ja mal mit seinem Kumpel reden. Das ist bescheuert, Alter, ey. Fragen wir mal den Tod, ob er Single ist. Smentina? Droba? Blah, 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 blah. Oh. Der Tod ist Single, Benny. Schmeiß sie ran. Saraza hat er wieder am Flirten. Oh, guck mal hier. Der Tod ist geil auf Benny. Komm, jetzt machen wir es mal ein bisschen hier. Missle Kabar, sensibel zu Babe. Ja, Benny geht ein bisschen ran. Stinkt aber auch ein bisschen. Oh, wo ist denn der Tod hier? Da, guck mal hier. Ja, es läuft hier, zwischen den Beinen. Es funkt gewaltig. Mal gucken, wie diese Beziehung in den nächsten Tagen noch weitergehen wird. Oh, ich bin zu Hause geblieben. Hallo Finsternis, altes Haus. Lass einen Sim-Freundschaft mit dem Sensenmann abschließen. Ach, haben wir tatsächlich abgeschlossen. Cool. Oh. Oh, nee, ist das süß. Ja, beim Tod sprudelt er schon. Ach, guck mal hier, da entwickelt sich eine Beziehung. Gucken, wie weit man hier gehen kann. Oh, jetzt stellt der Benny gleich die schlüpfige Frage. Oh, nee, das war nicht gut. Benny muss ganz, ganz viel flirten. Gemeinsames Foto machen. Oh Mann, Leute, da verdichtet sich eine Beziehung. Der Tod und der Benny werden eins. Ob wir dadurch den Talisman irgendwann wieder beleben können? Benchui.
Ralf, geh mal weg, der Benny sitzt in einer tiefgründigen Unterhaltung. Selfie! Blingo! Ein bisschen flirten. So, das läuft. Was ist denn oben eigentlich? Ah, oben kann man auch hoch. Da sind die Toiletten, okay. Oh, hier an der Bar wird richtig viel gerade gekippt. Und wer ist mit dem Rennen? Die Wurst. Alle Schlawiner. Larkin, Moosh, Dravois, Nerzy, Warb, Yeboo, Bonka, Bazeem, Getränke ohne Ende hier, was ist das denn? Zuckerzunder. Nicht, dass die beiden gleich zusammen auf Toilette gehen. So, der Tod unterhält sich jetzt mit einer Dame. Ah ne, er unterhält sich immer noch mit dem Tod. Der Tod kann sich nur nicht entscheiden, wo er sich hinsetzen soll. Und Rumpel steht einfach und tanzt. Troba. Guck mal hier, ey. Hat er fast eine Beziehung mit dem Sensenmann. Ich werde verrückt. Der Benny lässt den Hausmeister raus und geht einfach hinter die Theke. Ach, das ist der Benny, wie wir ihn noch kennen. Sehr geil. Um 0 Uhr haben wir wieder ab. Obwohl, hier geht es gerade erst richtig ab, oder? Warte mal, der Sarazar, der ist doch talentiert hier. Witz erzählen. Tobi und Dennis sind zu Hause. Na, Sarazar, jetzt haben wir, was du drauf hast. Na, los. Ah, da kommen welche. Ih, der macht den Sarazan hier. Ah, der Sarazan steht da zwar, aber er erzählt nichts. Jetzt. Mr. Nebs, Anuki Goba. Krivus muss ganz alleine am Tisch sitzen. Oh. Und redet mit sich selbst. Mit wem redet der? Ne, der hört Musik. Guck mal hier. Also Benny, besser hättest du dich nicht platzieren können. Oh, was passiert jetzt? Ist das der Anmachversuch von Benny? Geh da ran, geh da an die Offensive. Nee, die setzt sich zu der Wurst. Mishi Oba. Elfris Yambara. Harnan Uzam. Tana Nero. Lamejo Kabah. Radub Stanzo Layerp. Ah, Benny hat jetzt Level 3 der Comedy-Fähigkeit erreicht. Was ist das hier? Bob Pancakes. So, wir schicken mal alle nach Hause. So, zack, 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 zack. Weil wir hätten einfach nach Hause anklicken können, ne? Aber egal, so geht's ja auch. Mann, 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 wir haben viele wir haben das Museum besucht, wir haben auch mal einen Nachtclub besucht. Der Benny hat seine Beziehung mit dem Tod begonnen. Also heute passiert sehr, sehr viel hier bei dieser Folge Die Sims 4. Richtig, richtig lustig. Und wenn ihr meint, dass Benny und der Tod was anfangen sollen, dann macht doch einen Daumen hoch auf dieses Video. Mal gucken, wie viele dafür sind. Vielleicht kann der Tod ja irgendwann mal bei uns einziehen, wenn das geht. Ich weiß nicht, inwiefern, wie weit da Sims uns mitspielen lässt. So, die Gartenresidenz. Ja, auf jeden Fall sehen wir uns dann wieder in der nächsten Episode von Die Sims 4. Habt einen schönen Tag und danke fürs Einschalten und genießt die Sonne oder was auch immer für ein Wetter bei euch ist. Ciao!